Hallo, ihr Quirlinge! Dringil und seine Gefährten stehen im Sonnenschein vor Olex Handelsposten. Und wie spät haben wir es eigentlich gerade? Es ist der zweite Erastus. 12.13 Uhr mittags. Ja, ist eine gute Zeit, um aufzubrechen. Es geht jetzt daran, die Queste gestohlene Lande zu beenden und Dringil eine Baronie gründen zu lassen. Und das hatte ich schon einmal aufgenommen. So anderthalb Stunden Rohmaterial, so ungefähr 3 Episoden waren das. Leider ist mir dann beim Aufnehmen wieder mal was passiert. Da ist nämlich die Tonspur des Spiels nicht aufgenommen worden. Also konnte ich das nicht verwenden. Und muss jetzt noch einmal aufnehmen, neu. Das heißt, das, was in den nächsten 2 bis 3 Episoden passiert, das ist mir bekannt. Also alles bis zur Gründung der Baronie und den ersten Projekten und Befehlen dort, ja, kenne ich halt schon. Ich werde dann sagen, ab wann es mir wieder neu ist. Und ja, ich werde mir also nochmal den Mund fusselig reden müssen. Ah, Packboss. Komm, Oleg. Oleg Lebeton, ich wünsche euch einen guten Tag. Was führt euch zu mir? Der Hirschkönig ist Geschichte. Wir haben seine Festung gefunden und diesen Mistkerl ins Jenseits geschickt. Oleg sieht dich mit respektvoller Bewunderung an. Und das ist gut so. Vielleicht können wir jetzt ja tatsächlich in den Raublanden leben, anstatt immer nur zu versuchen zu überleben. Oleg seufzt. Zweifellos werden jetzt mehr Leute hierher kommen. Der Handel wird aufleben, aber der Lärm, den all die Besucher machen werden. Nun, das ist wohl nicht euer Problem. Ich wette, ihr könnt es kaum erwarten, nach Restorf zurückzukehren und von eurem großen Sieg zu berichten. Ja, Restorf wartet, ich werde umgehend dorthin aufbrechen. Der Nebel scheint sich zu lichten, aber wir sollten warten, bis er sich ganz verzogen hat. Ich werde einstweilen einige Vorräte zusammenstellen, damit ihr die Heimreise nach Restorf genießen könnt. Das ist aber sehr fürsorglich, mein Lieber. Geschone Lande, Oleg, die freudige Nachricht überbringen, aber ich mache berichte Yamanti Aldori von deinem Sieg. Wahrscheinlich Bär den Hirschkönig? Bär den Hirschkönig fehlt. Und nimm den Helm ab, der sieht albern aus. Good work. Nice to see I haven't lost my intuition for people. Not many would have managed to set out to the stolen lands in return with the Stag Lord's head. But I knew you could handle it. Das ist Yamanti Aldori und sie empfängt Dringil mit den warmen Worten. Gute Arbeit. Schön, dass ich mein Gespür für gute Leute nicht verloren habe. In die Raublande zu gehen und mit dem Kopf des Hirschkönigs zurückzukehren, hätten nicht viele geschafft, aber ich wusste, auf euch ist Verlass. Congratulations are in order. Today you'll receive the title of Baron before the High Society of Restov and even Natala Sertova personally. God's bless her. Tomorrow, you'll be able to return to the Stolen Lands if you wish, but this time as a ruler. Glückwünsche sind angebracht. Ihr werdet heute vor den Augen der feinen Gesellschaft von Restov den Titel eines Barons erhalten. Sogar Natala Surtova persönlich wird die Ehrung beiwohnen. Gott segne sie. Morgen könnt ihr in die Raublande zurückkehren, wenn das euer Wunsch ist, dann aber als Herrscher. But matters of state can wait. For now, enjoy this feast in your honor. All the city leaders are here. It's a great opportunity to make some useful connections. Aber Staatsangelegenheiten können warten. Genießt nun das Fest, das euch zu Ehren vorbereitet wurde. Alle zukünftigen Persönlichkeiten der Stadt sind gekommen. Das ist eine großartige Gelegenheit, einige nützliche Kontakte zu knüpfen. Speaking of connections, let me introduce you to Cassil Aldori. He's my adopted son and apprentice. He's a trustworthy man. I'd like to send him with you as an envoy. Apropos Kontakte, ich möchte euch Cassil Aldori vorstellen, meinen Adoptivsohn und Schüler. Er ist ein vertrauenswürdiger Mann. Ich würde ihn euch gerne als Gesandten zur Seite stellen. Cassil, ein junger Halborg mit makellosem Auftreten, verneigt sich mustergültig vor dir. Yamanti, was für ein Spiel spielt ihr hier? Ich denke, ich habe das Recht, es zu erfahren. Yes, yes, you certainly have that right. But tell me, how well do you know Brevoy's history or the current political atmosphere? It won't be an easy explanation. Ja, dieses Recht habt ihr zweifellos. Aber sagt mir zuerst, wie gut seid ihr mit der politischen Geschichte von Brevoy und der derzeitigen politischen Stimmung vertraut? Meine Erklärung ist nämlich nicht ganz einfach. Was muss ich über die Geschichte von Brevoy wissen? What's now called Brevoy was originally 2 different countries, Rostland and Issia.
200 years ago, they were stuck in constant squabbles. Then, Coral the Conqueror showed up and united the two states into one. Such diplomatic tricks are easy to manage when you have dragons at your disposal. Das heutige Brevol bestand ursprünglich aus zwei Ländern, Rostland und Issia. Vor 200 Jahren verstrickten sie sich in ständige Streitereien. Dann betrat Koral der Eroberer die Bühne und vereinte die beiden Länder zu einem Staat. Derlei diplomatische Kniffe sind nicht sonderlich schwierig, wenn man über Drachen gebietet. Also Rostland, das haben wir schon mal gelesen. Die fruchtbare Region Rostland ist eine der beiden Nationen, aus denen der heutige Staat Brevoy im nordöstlichen Avestan entstanden ist. Rostland ist bekannt für seine meisterhaften Schwertkämpfer und seine stolzen, unbeugsamen Bürger. Das Land steht kurz vor einem Bürgerkrieg mit seinem nördlichen Nachbarn Issia, das nach dem Verschwinden des über Brevoy herrschenden Hauses Rogarvia im Jahre 4609 AK die politische Kontrolle über die Region an sich gebracht hat. Und dann Issia? Die Piratennation Issia war eines der beiden Länder, aus denen heute Brevoy besteht, und entlang des Sellen allerort bekannt und gefürchtet. Am Ufer des Nebelsteiersees gelegen, hatte Issia eine unbarmherzige Geografie, die seine Bevölkerung dazu zwang, klug und unnachgiebig vorzugehen, um zu überleben. Und schließlich Koral der Eroberer. Koral Rogarvia, besser bekannt als Koral der Eroberer, fiel im Jahre 4499 AK in das Gebiet ein, das später zu Brevoy werden sollte, und vernichtete mit Hilfe feuerspuckender Drachen alle, die sich ihm in den Weg stellten. Koral verschwand um 4509 AK herum, und seine Nachfahren beherrschten Brevoy nach seiner Eroberung genau 200 Jahre lang vom Drachenschuppenthron der Rubinburg in Neustädtwen aus. Im Jahre 4609 AK verschwanden ausnahmslos alle Mitglieder des Hauses Rogarvia, des Adelshauses, genau, fortfahren. The so-called noble houses of Brevoy, mainly Sertova, Orlovsky and Levida, once ruled over Issia. We, the Aldori, ruled Rostland. The royal house Rogarvia, founded by Coral the Conqueror, forced us into obedience. But 200 years isn't long enough to make peace with such a troubled history. Even 2,000 years wouldn't be enough for us to accept Issian rule. Brevoy is a country held together by a thread, and that thread grows ever weaker. Die sogenannten Adelshäuser von Brevoy, in erster Linie Sertova, Orlovsky und Lebeda, herrschten einst über Issia. Wir, die Aldori, waren die Herrscher von Rostland. Das von Koral dem Eroberer gegründete Königshaus Rogarvia zwang uns, ihm Gehorsam zu leisten. Aber 200 Jahre reichen nicht aus, um mit einer derart bewegten Geschichte abzuschließen. Selbst nach 2000 Jahren könnten wir die Herrschaft Issias nicht akzeptieren. Brevoy ist ein Land, das an einem seidenen Faden hängt, und dieser Faden wird immer dünner. So, jetzt erstmal Königshaus Rogarvia. Das Haus Rogarvia war vormals das herrschende Haus in Brevoy, gegründet von den Nachfahren von Koral dem Eroberer und Myrna Rogarvia, Tochter von Nikos Sertova. Die meisten Mitglieder des Hauses sind im Jahre 4699 AK beim sogenannten Verschwinden auf geheimnisvolle Weise, ihr ahnt es schon, verschwunden. Das Haus errichtete die Rubinburg in Neustädtwen an den Ufern des Reikalsees als Trutzburg. Die Rogarvias galten als rücksichtslose Herrscher, die ihr Bestes gaben, um die uneinigen Häuser und Gruppierungen Brevoys zusammenzuhalten. Der Leitspruch des Hauses lautet: Mit Schwert und Flamme. So, dann die Aldori, das kennen wir schon, das sind die Aldori Schwertfürsten hier aus dem Rostland. Die beherrschten halt das Rostland, dann ist sie, haben wir gerade gelesen. Rostland haben wir gelesen, Kora haben wir gelesen, hier Sertova, das haben wir auch schon mal gelesen, aber nochmal zur Erinnerung. Das Haus Sertova, die derzeit herrschende Familie von Brevoy, ist sowohl die älteste als auch die einflussreichste Adelsfamilie des Landes. Ihr ursprüngliches Gebiet war die Umgebung von Eishafen im nördlichen Issia an den Ufern des Nebelsteiersees. Die Sertovas sind als vorsichtige und raffinierte Diplomaten bekannt. Vor der Invasion durch Koral den Eroberer waren die Sertovas als Piraten und Räuber tätig, und die Familie hat bis heute zahlreiche Kontakte zu den Seeräubern und Briganten der Region, von denen viele entfernte Verwandte des Sertova-Clans sind. Der Familienleitspruch lautet: Uns gebührt das Recht. Dann Orlovsky, das klingt wie so eine Juwelierkette. Das Haus Orlovsky kontrolliert den Nordosten von Brevoy ab der Adlerwacht auf dem Berg Veshka. Es versucht, sich aus politischen Zwistigkeiten herauszuhalten. Als unerschütterliche Verbündete des verschwundenen Hauses Rogarvia ist die Familie in eine prekäre Situation geraten. Sollte Lord Paul Orlovsky beschließen, sich gegen Noleska Sertova zu erheben, könnte er sich potenziell mit den Häusern Gares und
Meduyet zusammenschließen. Gemeinsam könnten die drei Häuser die Nachschub- und Reisewege zwischen den beiden Machtzentralen des Hauses Surtova, Eishafen und Neustädtwen unterbrechen. Der Leitspruch des Hauses lautet Hochdroben. Also wenn es gegen die Surtovas geht, sind die Orlovskis potenzielle Verbündete. Das muss man sich, glaube ich, vielleicht merken. Lebeda? Das Haus Lebeda liegt am Raikalsee im Südwesten von Brevoy und kontrolliert die Ebenen sowie einen Großteil der Frachtgeschäfte auf dem See. Die Adelsfamilie verkörpert Rostlad wie keine andere in Brevoy, denn sie hat taldanisches Blut, schätzt die feineren Aspekte des Lebens und liebt den Schwertkampf. Ihr Leitspruch lautet Erfolg durch Anstand. Was mir nicht ganz klar ist, es hieß, die drei Surtova, Orlovski und Lebeda herrschen über Issia und Aldori herrscht über das Rostland. Warum jetzt die Lebedaner als Adelsgeschlecht von Issia das Rostland verkörpern, wie niemand sonst, das ist irgendwie für mich ein Widerspruch. Vielleicht kann es ja jemand aufklären, der sich in der Hintergrundgeschichte von Pathfinder besser auskennt, als das, was hier so kurz geschrieben worden ist. Dann geht's weiter. Was muss ich sonst noch über die derzeitige politische Stimmung wissen? We, the Aldori and the great noble houses, spent 200 years under the rule of invaders, the Royal House Rogavia. We plotted, we schemed, we stabbed each other in the back. But open confrontation was out of the question. But a few years ago, House Rogavia disappeared. No one knows how or why, but one day, their manors were just empty. And the force that held Brevoy together, that kept us from a bloody feud, ceased to be. Wir, die Aldori und die großen Adelshäuser, haben 200 Jahre lang unter der Herrschaft von Invasoren ausgeharrt, dem Königshaus Rogavia. Wir haben Ränke gesponnen, Pläne geschmiedet und uns gegenseitig Dolche in den Rücken gestoßen. Doch eine offene Konfrontation statt nie zur Debatte. Aber dann, vor einigen Jahren ist das Haus Rogavia verschwunden. Niemand weiß wie oder warum, aber eines Tages waren ihre Häuser einfach leer. Und damit hatte die Macht, die Brevoy zusammengehalten und uns vor blutigen Fäden bewahrt hatte, aufgehört zu existieren. Brevoy is currently ruled by the House Surtova, the former kings of Issia. But their power pales in comparison to that of House Rogavia, when they were here. So now Surtova and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevoy in blood. But peace between us is also out of the question. Derzeit steht Brevoy unter der Herrschaft des Hauses Surtova, den einstigen Königin von Issia. Aber ihre Macht ist nichts im Vergleich zur Macht, die das Haus Rogavia hatte. Deshalb stehen sich die Häuser Surtova und Aldori nun gegenüber. Sie starren sich in die Augen und warten darauf, dass die Gegenseite ihr Schwert zieht. Das ist eine unvertretbare Situation. Niemand will einen Bürgerkrieg, der Brevoy mit Blut überzieht. Aber ein Frieden zwischen unseren Familien ist undenkbar. Welche Rolle spiele ich in euren Plänen? Rostland wants to regain its independence, and we will regain it. The power the Issians hold over us is humiliating and costly. And the Surtovas won't give us our freedom without a fight. That is, unless there is some external power that can force everyone to sit down and talk. Do you see where this is going? Rostland fordert seine Unabhängigkeit zurück und wird sie bekommen. Die Macht der Issianer über uns ist demütigend und kostspielig. Und die Surtovas werden uns nicht kampflos in die Freiheit entlassen, wenn nicht eine fremde Macht eingreift und alle Beteiligten zu Verhandlungen zwingt. Ihr seht, wohin das alles führt. The stolen lands are disputed territory. Brevoy can't appropriate them without raising protests from each of the neighboring states. However, if some brave people were to found independent states on that land, it would be another matter entirely. My hope is that you and your future neighbors, Baron Hannes Drelev and Captain Magor Varn, will become our allies. But even your neutrality would introduce a powerful counterbalance to the aggression of the noble houses. Maybe, with your help, the inevitable division of Brevoy can occur without too much pain. Die Raublande sind ein umkämpftes Gebiet. Brevoy kann sie nicht in Besitz nehmen, ohne in den benachbarten Ländern Proteste auszulösen. Würden aber einige mutige Leute auf diesem Land unabhängige Staaten gründen, sähe es gleich ganz anders aus. Ich hoffe,
dass ihr und eure zukünftigen Nachbarn, Baron Hannes Drelev und Hauptmann Mega Warm, unsere Verbündeten werdet. Aber selbst eure Neutralität wäre ein starkes Gegengewicht zur Aggression der Adelshäuser. Vielleicht lässt sich die unvermeidliche Teilung Brevois mit eurer Hilfe ja ohne allzu großes Leid bewerkstelligen. Dann haben die Schwertfürsten keine anderen Verbündeten im Ausland, die diese Rolle übernehmen können? We hope to get some help from the Myvani Eldori, the descendants of the Swordlords who have fled from Coral's rage to build a new nation in the south. But the Issians know this well and are doing everything they can to deny us this help. I won't go into details, but if my intelligence is correct, if a civil war starts in Brevois, Myvan will be too occupied with its own inner troubles to interfere. Wir hoffen auf etwas Hilfe durch die Aldori aus Myvon, den Erben der Schwertfürsten, die vor Korals Zorn flohen, um im Süden eine neue Nation zu begründen. Aber das wissen auch die Issianer, und die tun alles, damit wir diese Hilfe nicht bekommen. Ich will euch nicht mit Details langweilen, aber sollte in Brevois ein Bürgerkrieg ausbrechen, wird Myvon zu sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt sein, um einzugreifen. Und Myvon ist eines der stabileren Flusskönigreiche. Es begann als Zufluchtsort der Aldori-Schwertfürsten, die während der Herrschaft des Korals der Eroberer, oder des Korals des Eroberers, aus dem Ostland geflohen waren. Zahlreiche Schwertfürsten ließen sich in Myvon nieder und brachten die Erfahrung und das Wissen über die uralte Disziplin der Schwertfürsten mit. Krieger aus so entfernten Orten wie Garund pilgerten nach Myvon, um ihre Geheimnisse zu studieren. Um sich das Beiberecht zu verdienen, musste der Bewerber eine Reihe von Duellen mit zunehmender Schwierigkeit absolvieren. Dann, welche Rolle spielt Restov in diesem Spiel? Restov is a free city, proud of its independence from everyone, including the Aldori Swordlords. But when it comes to Rostland's liberation, our goals align. This whole plan is our joint creation with Lord Mayor Josef Selemius. Restov ist eine freie Stadt, die stolz auf ihre Unabhängigkeit ist, auch von den Aldori Schwertfürsten. Aber wenn es um die Befreiung von Rostland geht, ziehen wir alle an einem Strang. Wir haben den gesamten Plan gemeinsam mit Bürgermeister Josef Selemius ausgearbeitet. Der Herr Bürgermeister beteiligt sich also an der hohen Politik. Na, ob er sich da mal nicht die Finger verbrennt. Wenn Natala Surtova schon hier ist, warum hat sie zugelassen, dass ihr mir den Titel gewährt? Actually, she could still intervene and disrupt the proceedings. But she's a Surtova. Their games are always complex and multi-layered. They're always looking for ways to turn defeat into victory. If she's decided to allow you to become a baron, it means she already has some idea of how she can turn it to her benefit. Let's consider how she could do so. Tatsächlich könnte sie immer noch einschreiten und meine Pläne durchkreuzen. Allerdings ist sie eine Surtova. Ihre Spiele sind stets komplex und vielschichtig. Die Surtovas versuchen immer, Niederlagen in Siege umzumünzen. Wenn sie zulässt, dass ihr Baron werdet, hat sie garantiert schon eine Idee, wie sie das Ganze zu ihrem Vorteil nutzen kann. Wir sollten uns also überlegen, wie sie das anstellen könnte. Maybe she understands that Rostland will inevitably separate and she doesn't want a war. In that case, new states in the Stolen Lands give the Issians a reason to sit down and talk without losing face. But that's an optimistic view. And truth be told, it doesn't quite match up with what we've come to expect from the Surtovas. Vielleicht ist ihr klar, dass sich Rostland unweigerlich abspalten wird und sie will keinen Krieg. In diesem Fall würden neue Staaten in den Raublanden den Issianern einen Grund geben, sich an den Verhandlungstisch zu setzen oder dabei ihr Gesicht zu verlieren. Aber das ist eine sehr optimistische Sichtweise. Und um ehrlich zu sein, passt das nicht zu den Surtovas, wie wir sie kennen. The more likely scenario is that Natala wants to win you over to her side. If war breaks out and at least one of you stabs us in the back, Rostland will be surrounded by enemies. That might be enough to bring about our downfall. But you would fall first, and your newly formed states would be left in ruin. The Issians always like to have someone around to pull their chestnuts out of the fire for them. A piece of friendly advice? Don't do business with House Surtovas, no matter what promises they make you. Any deal with the noble houses is a deal with devils. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Natala euch auf ihre Seite ziehen will. Falls es zum Krieg kommt und uns einer von euch in den Rücken fällt, wäre Rostland von Feinden umgeben. Das könnte reichen, um unseren Untergang zu besiegeln.
Aber ihr würdet zuerst fallen und eure neu gebildeten Staaten würden zerstört. Die Isianer sorgen immer dafür, dass es jemanden gibt, der die Kastanien für sie aus dem Feuer holt. Deshalb gebe ich euch einen guten Rat. Macht keine Geschäfte mit dem Haus Sotova, egal was sie euch versprechen. Jeder Pakt mit den Adelshäusern ist ein Pakt mit dem Teufel. Na, Dori ist auch ein Adelshaus, meine Liebe. Wie geht es jetzt weiter? How should I know? We're in the middle of a big game. And today, you move from being merely a piece on the board to being one of the players. Woher soll ich das wissen? Wir stecken mitten in einem großen Spiel. Und ab heute seid ihr kein Spielstein mehr, sondern einer der Spieler. So, danke für die Erklärung. I hope you have a better understanding of what's at stake. Ich hoffe, ihr wisst besser, was auf dem Spiel steht. Ja. Dann, ich brauche keinen Gesandten. Don't think I'm trying to impose a nanny or a spy on you. We're neighbors now. You'll need someone knowledgeable about Brevois politics to act as an ambassador to your court. If you don't like Cassille, you're free to choose someone else, but I won't be able to vouch for the loyalty or trustworthiness of another envoy. Denkt nicht, dass ich euch eine Amme oder einen Spion zur Seite stellen will. Wir sind jetzt Nachbarn. Ihr braucht an eurem Hof einen Botschafter, der mit der Politik in Brevois vertraut ist. Wenn ihr Cassille nicht wollt, steht es euch frei, jemand anderen auszuwählen. Aber ich kann nicht für die Loyalität oder die Vertrauenswürdigkeit eines anderen Gesandten bürgen. Wisst ihr schon von meiner Begegnung mit Tartuccio? Of course. Keston gave me a full report. You dealt with the scoundrel perfectly. It would be naive to think that none of your neighbors will try to stick their hands in your affairs. Especially that sly fox Irovetti. Natürlich. Keston hat mir bereits Bericht erstattet. Der Schurke hat bekommen, was er verdient. Es wäre naiv zu glauben, dass keiner eurer Nachbarn versuchen wird, sich in eure Angelegenheiten zu mischen. Vor allem dieser schlaue Fuchs Irovetti. Das war der König von Pitax, glaube ich. Danke, ich werde jetzt mit den Gästen sprechen. Enjoy your evening. When you're ready for the official part, come to me. Genießt den Abend, kommt zu mir, wenn ihr für den offiziellen Teil bereit seid. Requeste ein adliger Empfang. Mal ist das Questbuch geschaut. Also, das ist noch die gestohlene Landequeste, glaube ich. Oder geraubtes Land. Gestohlene Lande. Ist die jetzt komplett fertig, die Queste? Oder ist da noch irgendwie das jetzt mit dem Empfang irgendwie noch dabei oder so? Also, Oleg, die freudige Nachricht überbringen habe ich gemacht und berichte Yamandi Aldori von deinem Sieg über den Hirschkönig. Genau, also das ist jetzt komplett fertig offensichtlich. Da gibt es hier den Zweig, ein adliger Empfang. Unser Held verdient eine Belohnung für seine Taten, den Titel eines Barons. Die gesamte feine Gesellschaft von Restov ist gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen. Selbst Natala Sortova beehrte die Feierlichkeiten mit ihrer Anwesenheit, obschon sie bereit zu sein schien, einzuschreiten. Was könnte es sein, das den Adel so sehr quält? Niemand weiß es. Vielleicht versteht es Dringil, sobald er selbst ein Adliger ist, unter die Gäste mischen. Ein Empfang der feinen Gesellschaft hat immer einen vortrefflichen Unterhaltungswert. Man kann teuren Wein trinken und sich mit winzigen Brötchen auf Zahnstochern den Bauch vollschlagen. Oder man verzichtet auf die Schlemmerei und knüpft einige nützliche Kontakte. Ja, so, gut. Soweit so gut. Ich werde aus taktischen Gründen jetzt hier gleich einen Episodenschnitt machen. Ich werde allerdings mal kurz noch die eigenen Gefährten hier anquatschen. Die sind ja nämlich alle und mischen sich auch unters Volk. Da hätten wir zum einen Jätal abgeschieden. Sie sagt, das soll ein Festmahl sein. Ich würde ihnen ja zeigen, was ein echtes Festmahl ist, wenn sie mich ließen. Achso, ich sollte vielleicht mal diesen doofen Helm ablehnen. Da sieht es vielleicht nicht mehr so toll aus. Danke. Dann hätten wir hier Lindsay. Ich bin so voll, dass ich... Oh, ich muss betrunken sein. Hab vergessen, was ich sagen wollte. Lindsay lässt es krachen. Dann Keston Gares ist auch hier. Also, Tartuccio. Also, du Abschaum. Und wie wir das haben? Vielleicht habe ich einen zu viel. Das war Keston Gares. Dann haben wir hier Amiri. Ihr Wein ist in Ordnung, süß und stark, aber die Vorspeisen, pah, davon wird doch niemand satt. Ich glaube, das sind nicht die Vorspeisen, ich glaube, es ist schon der Hauptgang, Amiri, meine Liebe. Dann haben wir hier Tristan.
Diese Leute feiern nicht einfach nur. Ihr scheint ihnen neue Hoffnung gegeben zu haben. Tristian sieht überall den Sonnenaufgang. Na, oje, oje, oje. Dann sind Leute, mit denen mehr zu reden sein wird. Wo haben wir denn die anderen? Hier, Regonga und Octavia. Regonga. Haha, auf den Sieg, auf die Freiheit, hoch die Tassen, Prost, ja. Und Octavia. Kostet die Windbeutel, die sind köstlich. Ja, gibt's Windbeutel, echt? Dann haben wir hier, gut, mit denen ist dann mehr zu reden. Wer fehlt denn eigentlich noch? Harim und Valerie fehlen noch. Wo ist denn Valerie? Die hat einen Hut auf, die muss man doch erkennen. Bist du Valerie? Nein. Ach, hier ist Valerie. Valerie sagt, ich fühle mich hier ehrlich gesagt nicht sonderlich wohl. Ich habe meine Vorliebe für die feine Gesellschaft verloren. Ah, das ist Tringils Aura, sage ich dir. Und dann hier zu guter Letzt Harim. Ein Festmahl in Zeiten der Pest. Ein grotesker Versuch, in Tagträume zu versinken und sich der Betrachtung der eigenen Bedeutungslosigkeit zu entziehen. Also ich finde, da ist Harim für seine Verhältnisse fast schon sprühend vor Optimismus gerade, oder? Jo. Mal kurz hier auf die Tafel geschaut. Was haben wir denn hier? Das ist der Knochenteller. Ja, auch. Das sieht aus wie kleine Kuh. Vielleicht sind das die Windbeutel. Das hier ist ein halbes Schwein auf irgendwelchen... Das sieht aus wie Kürbisse oder irgendwelche kartoffelartigen Dinge. Hier eine richtige Haxe, eine ordentliche. Irgendwelche Beilagen. Irgendwelche Spieße. Hier sind Fische. Hier sind Soßen und Suppen. Hier sind irgendwie andere Fleischteile. Hier sind nochmal diese komischen... Vielleicht soll das auch ein Gebäck darstellen. Hier auch nochmal ein anderes Fleisch. Was das hier ist, weiß ich nicht. Weiterer Fisch. Hier hat Amiri gefressen. Hier sind die Knochen von Amiri. ja, dann wiederholt sich das alles. Noch irgendwas Neues. Hier gibt es noch irgendwie Happen. Hier auch nochmal. Hier hat jemand sogar Geschirr aufeinander gestapelt. Und lange Dolche. Oh, hier kannst du eine nehmen und hier ein paar Adlige unschädlich machen. Und das kann man auch gerne tun, weil Trinkin ist noch nicht adlig in diesem Augenblick. So, soweit also das Festbankett im Hause von Diamanti Aldori. Wie heißt das ja eigentlich? Bankettsaal heißt das. Aha, da ist übrigens Kassil Aldori, da ist Chandra Marwai, da ist Kesten Gares und da ist Lander. Mit all diesen Leuten, Kesten Gares mal außen vor gelassen, wird noch zu sprechen sein und ich spreche mit ihnen auch, aber erst im nächsten Teil. Bis dahin!